Recording is on. Da kann Stimme. Da sind wir. Ja, grüß dich, Olli. Hallo. Wir treffen uns gerade zum ersten Mal, ne? Auch sind wir ja nicht in natura uns gegenüber, sondern nur virtuell. Und offiziell muss man dazu sagen, wir haben schon ein bisschen gequatscht, ja. Ja, das ist richtig. Aber ich habe im Gespräch mit dir so ein paar Sachen schon aufgeschnappt und ich würde gerne noch mehr wissen über das, was du machst. Ja? Und weil ich jetzt noch gar kein richtiges Wort gefunden habe, was man eigentlich als Beschreibung hernehmen könnte, beschreib doch mal deine Tätigkeit, dass du unseren Zuschauern mal näher bringst. Also hallo, ich bin Oliver Martin und ich mache seit 2012 sowas, arbeite ich mit psychedelischen Pilzen und arbeite mit 5-MeO-DMT, früher mit dem Sekret der Kröten, die bei uns hier unten wohnen und mittlerweile nur noch kristallines 5-MeO-DMT. In Holland ist es legal, damit zu arbeiten, weil die Substanz legal ist und auch Sklerotien, das sind, was die Holländer psychedelische Trüffel nennen, das sind eigentlich verhärtete Myzelstrukturen. Auch das ist legal in Holland und macht es ja 10 Jahre jetzt, gell? Und züchte selbst Pilze seit fast 30 Jahren und ich weiß nicht, wer von euch da draußen, liebe Zuschauer, schon mal Pilze genossen hat, also nicht die Champignons und auch nicht die Shiitake, die auch sehr gesund sind, ne? Wir reden von psychedelischen Pilzen, also Pilze, die Psilocybin oder Psilocin enthalten. Wenn man das macht, dann hat man irgendwie das Gefühl, das muss man einfach weitergeben. So, und so ist das von mir von Anfang an gewesen. Ich habe eigentlich gar nicht geplant, Pilze zu züchten. Das kam nur so, weil ich halt ein Buch gekauft habe, um mehr darüber zu erfahren. Ich war hier auf dem Acker und habe die gefunden. Und dann kommt so dieses, was ist denn das? Ne? Man probiert es aus und was ist denn das? Und dann war es damals noch so, gab es gar kein Internet und so, da musste man noch Bücher kaufen. Gott. Und 98 und ja, 97, 96, 97. Und ja, das war ein Zuchtbuch. Ne? Also Ja. Menschen, die sich damit auskennen. Terence McKenna, so, ne? Der hat damals ein Zuchtbuch rausgebracht in den 60er, 70er mit seinem Ja. Bruder. Und so hatte ich dann ein Zuchtbuch, ne? Dann liegt da ein Zuchtbuch, dann musst du Pilzzüchten anfangen. Und wenn du dann mal anfängst, genug Pilze rumliegen zu haben, dann isst du sie auch. Ne? Das passiert dann Ja. einfach. Und über das Ganze habe ich dann auch mal so viele Pilze gegessen, dass dann, anders als bei anderen Drogen, ne, der Kopf sich nicht abschaltet und man ausschaltet, sondern eigentlich irgendwie, der Kopf schaltet sich zwar ab, aber irgendwie schaltet sich auch etwas ein. Und ne, im weitesten Sinne kannst du das Bewusstsein nennen oder Gott oder die Quelle oder die Energie, all das, was halt ist, was hinter den Formen hier ist. Und ja, und dann war für mich klar, so, jetzt muss es aber raus. Und dann fing das mit der Arbeit an. Und weil ich festgestellt habe, dass wenn man einen Monoaminooxidase-Hemmer, das ist etwas, was im System dafür zuständig ist, Giftstoffe abzubauen, psychedelische Stoffe halt in einer gewissen Weise nur wirken zu lassen, endogene Psychedelika wie DMT nur dann verfügbar zu machen, wenn diese Monoaminooxidase gehemmt ist. Also dieser Monoaminooxidase-Hemmer sorgt dafür, dass man sein System, sein chemisches System im Gehirn öffnet. Und dann wirken die Pilze noch mal viel, viel stärker. Ja, genau. Aber bevor wir Und da. das heißt Psilocka. Und da wollte ich hin. Genau, okay, das ist die Kombination. Das ist Psilocybin statt DMT als Wirkstoffkombination mit Maulhämmern zusammen. Aber da sind wir schon ganz tief im Detail drin. Wir waren ja erstmal so im Rahmen abstecken. Aber hast du ja gemacht und hast auch gesagt, du Passiert. bist ja durch den Kontakt mit diesen Drogen und natürlich auch Zucht und Konsum dann auf das Arbeiten damit gekommen oder es hat dich dahin geführt, ja. Und das, was das Arbeiten damit bedeutet, das können wir ja gleich, bitte kannst du noch mal genauer beschreiben. Ich wollte es nur mal am Anfang gleich setzen, vielleicht für diejenigen, die jetzt sofort abschalten wollen, wenn sie das Thema psychedelische Substanzen hören oder Drogen, ja. Da ist ja bei uns im Westen immer noch, wahrscheinlich bei unseren Zuschauern jetzt nicht, aber
vielen in der Wahrnehmung einfach diese Kategorisierung Drogen gleich Rauschdroge zum Vergnügen mit gefährlichen Risiken. Manche sind illegal, manche legal, manche gesellschaftlich weit verbreitet, manche weniger. Aber der therapeutische Nutzen von eben Psychedelika, ja, der kommt irgendwie so schwierig aus der, finde ich, aus meiner Wahrnehmung, so aus der Schmuddelecke nicht raus. Und es gibt natürlich auch Irrungen und Wirrungen. Ich hatte ja in dem Gespräch mit dem Markus Berger auch schon das Phänomen erwähnt mit dem Ayahuasca-Tourismus, den man durchaus kritisch betrachten muss. Nicht nur, dass dort natürlich durch die hohe Nachfrage viele Quacksalber und inkompetente Schamanen des Geschäftes wegen auftauchen, die dann den Westlern genau dieses imaginäre Bild des Amazonas-Indianers bieten, das die Westler sich wünschen. Nur diejenigen, die das machen, die denken, sie könnten sich da jetzt eine Erleuchtung kaufen und Psychedelika nehmen und dann ist alles super und dann fliegen sie wieder zurück und sind die super Erleuchteten. Das geht so nicht. Ja, mittlerweile ist es ja so, dass du es überall kriegen kannst. Ne? In Holland hat es ein bisschen angezogen, so Ayahuasca ist jetzt nicht mehr legal als Trank. Ja. Ich würde sagen, in diesem Gemengelage befinden wir uns. Es gibt Menschen, die das natürlich sich dran erfreuen und es auch gar nicht Rausch bezeichnen würden, sondern einfach, das ist eine tiefgreifende Erfahrung, die für sie erkenntnisreich ist, ja, und die das eben gerne tun. Und dann gibt es natürlich den therapeutischen Bereich, der halt immer noch kritisch gesehen wird, weil halt da auch wir keine große Kulturgeschichte haben. Aber jetzt wollte ich eigentlich dich reden lassen. Nein, du hast ja völlig recht. Also, ne, lieber Zuschauer, warum so ein Thema im Augenblick auch recht aktuell und interessant wird, ist, weil, glaube ich, wir alle gerade in einer Situation stecken, wo wir als Menschheit so gegen die Wand gefahren wurden, müsste man ja sagen. Ne? Und es ist halt so, dass viele Menschen dann so, ne, wenn das Elend und das Leid alles nach oben kommt, halt nach Auswegen suchen. Das ist ja eigentlich auch so die Rolle, in die wir hinein indoktriniert werden. Du bist ein Problem, tu was, damit du es los wirst. Ne? Du bist krank, du brauchst Medizin und sowas. Und viele von dieser, was du angesprochen hast, so was so mit Schamanismus teilweise gelaufen ist, mit Ayahuasca und so weiter, da wird halt auch wieder so die Lösung vor Augen gehalten. Und es ist aber tatsächlich so, dass Psychedelika richtig gemacht und vor allem auch richtig betreut, würde ich sagen, ein unglaubliches Potenzial bieten, hinter den Schleier zu schauen. Ja. Und nicht wieder, oder sagen wir mal, nicht wieder in die nächste Kiste zu rutschen, in der es immer noch eine duale Sicht der Dinge ist. Also, ne? Ja. Unsere gesamte Gesellschaft basiert auf einer dualistischen Weltsicht. Wir sind alle in diesem Ding gefangen, dass jemand, also ne, im Gröberen so, wir brauchen jemanden, der unser Führer ist. Ne? Und da werden ja die Führer teilweise dann auch ausgetauscht. Ne? Also meiner Ansicht nach ist da ein Trump nicht anders als XY oder Putin oder so, nicht anders als vorher die Führer, die wir hatten. Und das, ne, das geht auch bis ins Kleinste runter bei Menschen, zu denen man heraufschaut. Ja? Im letzten Endes hat jeder seine Qualitäten und es ist ein Austausch und jeder hat seine Stärken. Und wir sind aber so hineinindoktriniert in unsere Gesellschaft, dass wir unsere eigenen Stärken nicht sehen, dass wir uns klein fühlen und ne, als kleines Rädchen im großen Rad. Und so ist es aber eigentlich nicht. Unser wahres Potenzial wird dadurch unterdrückt, dass wir uns vollkommen mit der äußeren Welt identifizieren, mit unserem Körper, mit unserer Person, mit unserer Gedankenwelt. So. Und Psychedelika können das öffnen. Allerdings erlebe ich persönlich viel, dass im Augenblick Psychedelika auch wieder in den Vordergrund kommen. Ne? Also in Amerika wird gerade Psilocybin teilweise in verschiedenen Staaten legalisiert. Wir haben die Legalisierung von THC, von Marihuana, drüben ja auch schon voranschreiten. Bei uns soll es ja auch bald losgehen. Und letzten Endes müssen wir aber gucken, dass das auch viel wieder instrumentalisiert wird. Gerade 5-Meo-DMT, das ist der Wirkstoff dieser Kröte, was ich eben schon kurz angesprochen habe, ist da auch, wird da schwer gehypt.
weil es auf der einen Seite sich anbietet, diesen Pille, die Instant-Pille zur Erleuchtung. Ne? Also das shiftet gerade so ein bisschen von ich brauche dringend Heilung zu ich brauche dringend Erleuchtung. Da geht so ein bisschen die Reise hin gerade. Also das Ayahuasca, die da sind die letzten 20 Jahre immer so Heilung, Medicine, ne? Die Spirits heilen mich, meine Energien werden ausgerichtet, sowas alles. Das passiert natürlich in gewisser Weise, dass die, wir sind alle Energie, dass die Energie in unserem Körper wieder in Fluss gerät oder kommt, wieder neu ausgerichtet wird, auch chemisch, ne? Also dass die ganzen Synapsen im Gehirn mal durchgepustet werden, weil diese Tryptamin-Alkaloide halt dem Serotonin fast ident sind, wenn sie auf den Synapsen sitzen. Aber letzten Endes ist es so, das habe ich halt so gelernt, dass es in erster Linie mal ums Annehmen geht, ums Dankbarsein, ums, weil wir sind ja hier alle auf dem Trip. Ja, also der eine oder andere mag sich da tierisch drin verloren haben und da zähle ich mich natürlich genauso zu. Also, ne, das ist ja immer, wenn man darüber spricht, so viel in diesen Truth-Foren wird ja auch immer, ja, also ich habe ja jetzt die Erleuchtung oder ich habe, ich weiß jetzt Bescheid oder es gibt die Wissenden und die Schafe, die Dummen und weiß nicht. Und das ist aber alles schon Teil dieses eigentlichen gleichen Trips. Man ist jetzt nur auf einer höheren Wolke unterwegs. Ne? Früher war es der Porsche. Und der Tesla jetzt nicht und bei den einen, ne, oder reich werden oder Macht haben, Frauen, was auch immer. So, und jetzt ist es dann die Erleuchtung und ich weiß Bescheid und ne, ich habe die blaue Pille gegessen. Was, die rote? Ich weiß gerade nicht. Ja, ne? Oh, sorry. Ne, und letzten Endes jagt man dann aber wieder den nächsten Sau hinterher, ne, der nächsten Möhre vor der Nase, sage ich immer. Die dann aber die anders Nachfrage, aussieht. Die Nachfrage danach zeigt ja auch, dass es im menschlichen Dasein, dass es da einen Konflikt gibt, dass die Welt heute auch nicht die Antworten bringt auf Fragen und auch gerade aufgrund der materialistischen Ausrichtung. Und ich wollte das vorhin auch nicht pauschalisieren. Es gibt durchaus auch, gab und gibt gute Schamanen dort, die also ihre Arbeit ernst nehmen und so weiter. Ich wollte es nur sagen, dass es solche Blüten halt treibt, logischerweise, und dass das an der Geisteshaltung eben auch bestens liegt. Also zu Schamanen kann ich vielleicht sagen, ich habe tatsächlich angefangen mit der Arbeit, nachdem ich auf einem Ayahuasca-Retreat war. Das Einzige, wo ich war, und das waren 2 Tage von 4, und mir ging es eigentlich nur darum, die Shipibo kennenzulernen. Die haben die tatsächlich aus Peru eingeflogen nach Holland und wir waren dann da. Und mir ging es wirklich nur darum, mal das richtige Ayahuasca zu erfahren, weil natürlich konnte ich mir meine DMT-Kristalle selbst extrahieren und mein Ayahuasca selber machen und Pilze sowieso und alles. Oder? Aber ich wollte halt mal sehen, wie ist das so? Ne? Was machen die? Ist ja Gesang und alles. Und es hat mich tief geöffnet. Ich hätte es nicht gedacht. Es hat mich in zwei Hinsichten tief geöffnet. Einmal zu erkennen, was für eine bedingungslose Liebe die beiden Shipibo, die ich da kennengelernt habe zumindest, gegeben haben. Das war ein reines Geben und Dasein für die anderen, sich auflösen für die anderen, bis hin zur Selbstaufgabe teilweise. Wir waren sehr erschöpft. Wir hatten plus 40 plus Leute-Gruppe, Menschengruppe. Und das andere, was diese bedingungslose Liebe, die in diese Arbeit reinfließt, und die hat mal nichts mit schamanischen, Hierarchien zu tun oder so, die man halt auch viel erlebt. Ne? Der Schamane muss ja immer auch einen Apprentice haben. Ne? Und ne, so wie der spirituelle Lehrer auch immer Devotee braucht. Ne? Also, ihr wisst, wie ich meine, denke ich. Und solange das da ist, ja, oder solange ich lieber hier als da bin, habe ich ja noch nicht die Erkenntnis, oder so, das ist auch da wieder, ne, man die Erkenntnis zu erlangen, wo, hier, jetzt oder in der Zukunft. Also, ne, das Dilemma ist immer, der Verstand, weil er sich sicher fühlen muss, weil er Angst hat, braucht immer, mag ich nicht. Und das Bewusstsein wächst, indem mehr Beobachtung dazu kommt. Ne? Wenn ich einfach sehe, oh, da machst du ja das und das. Nicht mal noch schon wieder das und das, sondern wirklich eine rein beurteilungsfreie Beobachtung. Das bist du wirklich. Also jeder von euch, alle wir hier. Und das ist wirklich wahrhaftig. Und um wieder drauf zurückzukommen. Also was ich da gelernt habe, war halt einfach, dass viel Dualität da stattfindet. Ne? Die Menschen haben mit dem Universum gesprochen. Ob es das jetzt gibt oder nicht, ne? Flache Erde und so, wer weiß das schon.
Ne? Also die haben mit den Spirits gesprochen, mit Mama Ayahuasca, mit den Plant-Teachern. Also immer ich und, sodass das Ich intakt bleibt. Und das war was mir den Impuls gegeben hat, zu sagen, so nee, ne? Geht einen Schritt weiter, löst sich alles auf und es gibt kein Universum und keine Mama Ayahuasca und kein Spirits mehr, sondern nur eins. Eine Energie. Und tatsächlich kann 5-Meter-DMT zum Beispiel auch diese Erfahrung ermöglichen. Aber mit der Erkenntnis zurückzukommen, das Geschenk bekommt nicht jeder, weil jeder immer nur an dem Punkt ist, wo er sich gerade befindet. Ne, so wie jetzt auch viele Menschen erkennen, boah, mit der Impfung war jetzt nicht so clever, bin jetzt dauernd krank und so, ne, wenn ich meine Kinder erlebe. Aber vielleicht noch nicht so weit halt, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, warum, ne, zu erkennen, warum habe ich nicht meinem Bauchgefühl getraut, ne? Und jetzt habe ich das böse Wort gesagt, ne? Nee, das hat sich geändert in den Richtlinien, das darf man wieder sagen. Okay. Was mir noch gerade einfällt, ist ja auch, man könnte es mal vergleichen, die Schamanen, deren Bedeutung in den indigenen Völkern, Beispiel Südamerika, im Vergleich zu heutigen Therapieformen im Westen. Weil der Schamane soll ja, der macht den Job sozusagen, er ist auserwählt und nicht alle sind glücklich darüber, weil es ist ein harter Job. Und er stellt aber den Kontakt her. Und bei der rituellen Einnahme, da geht es ja um die Heilung des Teilnehmers, der Teilnehmenden. Ja, also es geht ja nicht darum, hier jetzt eine Party zu feiern oder sonst was. Dann geht es um die Heilung. Der Schamane stellt den Kontakt her und manchmal oder meistens nehmen sie ja alle gemeinsam die Substanz ein und zum Beispiel durch Gesang und Trommeln und andere Techniken wird das unterstützt, dieser Vorgang. Aber letztlich kann der Patient in Anführungszeichen oder der Teilnehmer besser gesagt, ja, muss ja das selbst auch mit arbeiten. Ne? Also ich glaube nicht, dass der Schamane jetzt wie ein Chirurg da irgendwie einen Fremdkörper rausoperieren kann. Die gibt es auch. Ja, aber dann ist ja aber die innere Arbeit desjenigen nicht getan. Da fehlt ja diese Erkenntnis. Und das ist, glaube ich, das grundsätzliche Missverständnis, auch wenn aus dem Westen auf diese anderen Traditionen geschaut wird mit Schamanismus. Wir haben halt hier so einen Kahlschlag gehabt und wissen schon gar nicht mehr richtig, wie unsere Vorfahren, wie das da schamanistisch aussah. Ja, aber auf jeden Fall bei hier im Westen ist die Therapieform dann der Therapeut leitet dich an, deine Türen zu öffnen und ist eben dann Fachmann in Anführungszeichen, dich anzuleiten. Und der Einsatz von Substanzen ist leider sehr selten, aber das ist so groß, das Potenzial. Und deswegen spreche ich ja auch so gerne mit Menschen darüber oder auch interessiere mich darüber dafür. Weil du kannst es auch selbst sagen mit den Rückmeldungen, die du dann auch bekommst, aber es ist eine Erfahrung, die so nutzbringend auch ist für denjenigen, dass man das nicht per se abtun sollte, ja, dass Substanzen tatsächlich sinnvolle Helfer sein können. Ja, es ist ganz wichtig, dass wo sich derjenige befindet, ne, ob er wirklich bereit ist, auch aufzugeben. Und nicht, also viele Menschen sagen so, it's about letting go, ja, es geht nur ums Aufgeben. Aber Aufgeben nicht als Handlung, sondern wirklich als indirektes Loslassen, als mir reicht es. Okay, ich lasse jetzt mal gut sein, ne, in die Atmung gehen oder einfach gut sein lassen, ne? Weil wir Menschen, das ist ja auch ein Bild zu dem, wie wir Menschen durchs Leben laufen, immer schön gegen die Wand, immer weiter und nochmal dagegen und nochmal dagegen, sei es habituale Handlungen, ne? Also Sachen, die wir ständig wiederholen oder Süchte oder sonst irgendwas. Oder das Festklammern an Werten auch, ne? Das Festklammern an Werten auch. Ja, also es spielt keine Rolle. Jeder hat ja irgendwie was sein Verstand das Gefühl gibt, ich lebe noch, keine Angst, alles super. Ne? Die Urangst ist ja die Angst vor dem Verlust der Existenz für den Verstand. Und also Psychedelika können mit Sicherheit da diese Türen öffnen, eben wenn dieser Mensch so weit ist, was in unserer Gesellschaft im Augenblick stark suggestiv einfließt und ich glaube auch nicht durch Zufall.
ganz viel auch durch gewisse Podcaster, ne? Also gibt es ja verschiedene Figuren, die das pushen, die das reindrücken, vor allem auch 5-Meo-DMT und andere Sachen aber auch, dass da immer so diese, ne, es bleibt halt immer so ein, so erstens ist es für jeden, das stimmt nicht, empfinde ich nicht so nach meiner Erfahrung, es soll für jeden sein angeblich und es ist mehr so ein, du machst das und dann bist du ja halt und dann hast du endlich, bist du angekommen und dann ist alles gut und so ist es eben nicht, weil die Arbeit muss schon im Leben geleistet sein. Also ein 20-Jähriger wird andere Arten von Erleuchtungen haben, es sei denn, er wurde schon mit 12 vergewaltigt oder missbraucht in der Familie. Also ich habe ja auch gehabt, ich habe Klientin gehabt, die war 20 und die war angekommen im Sinne von, dass sie die Erkenntnis erlangt hat, dass der Beobachter alles ist. Und also wie gesagt, es gibt da kein Ziel oder so. Ne? Oh Gott, ich wäre auch gern da oder so. Das ist Unsinn. Das ist eine fluktuelle Sache. Der Weg ist das Ziel. Das Leben ist der Trip. Ne? Also jemand, der von sich sagt, ja, ich bin jetzt nur spirituell. Ne? Was ist er denn gerade nicht? Ne? Also ich meine, die Aussage allein zeigt ja schon, dass das da eben noch nicht so der Fall ist. Das ist eben das, was ich eben auch meinte. In dieser Truther-Szene wird halt auch viel davon so die erleuchtet. Ne? Wir wissen Bescheid. Ne? Und das ist ja Unsinn. Ne? Die haben sich ein neues Konzept von Vorstellungen geschaffen, auf derer sie jetzt ihr Ich basieren lassen. So. Und ne? Ich glaube, der Erkenntnisprozess, den wir gerade alle durchmachen, und der wird auf jeden Fall noch 10, 15, 20 Jahre dauern, ist halt zurückzufinden, dass alles verbunden ist. Und dass das Schöpfer und Schöpfung in uns ist, in jedem Einzelnen und nicht ein Teil in jedem Einzelnen, sondern alle Teile im kleinsten Teil. Wie bei einem Fraktal, wo sich aus dem kleinsten Stück, in das man reingeht, wieder das Große wieder öffnet und alles drin ist. Und das passiert so, glaube ich, gerade. Und der Weg dahin führt nur zum durch Leid, ne, dieses ganze Elend, was wir hier gerade haben, so, ne, gegen die Wand laufen, so lange, bis der Kopf brummt und dann, ach, du hast ja eine Türe, ne? Und dann die Türe zu durchschreiten. Einmal und dann irgendwie im Erkenntnisprozess immer wieder gegen die Wand und öfter die Türe zu erkennen. So. Entschuldigung, ich bin immer noch bei dem therapeutischen Thema. Was ich zum Beispiel sagen kann, was sehr erfolgreich ist, Microdosing ist auch sowas, was aufgekommen ist. Also Microdosing heißt, Mikrodosierung heißt, man nimmt eine Menge Pilze jeden Tag. Also ich aber persönlich. Entschuldigung. Müsste man nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Die Fragestellung wäre jetzt, mit welcher Zielsetzung kommen denn die Klienten zu dir? Ja. Und was passiert denn dann während der Sitzung, in Anführungszeichen? Was sind die Beweggründe? Ja, also ich habe grundsätzlich, wenn man auf meine Homepage geht, dann ist schon klar, es geht um eine non-duale Erfahrung, also eine Erfahrung, wo die Dualität eben aufhört im Leben, also wo das Ich eintaucht in das große Eine, was eigentlich nie nicht da ist und was wir in Wirklichkeit sind. Und der Weg dahin geht nur über eine höhere Dosierung dieser Psychedelika. Und das ist das, was ich eigentlich anbiete. Trotzdem kommen natürlich viele Menschen, die angesprochen sind von der Umgangsform, die ich damit habe, von der nicht-schamanistischen Umgangsform, ich hab eine non-duale Herangehensweise daran, weil ich eben nicht sage, es ist so und so und so muss man es machen oder ich lasse halt kein Gefälle zwischen Klient und mir irgendwie aufkommen. Und das ist irgendwie was durch die Worte spricht. Und deswegen kommen viele Menschen zu mir auch, die eigentlich gar nicht wissen, was es heißt, eine hohe Dosis zu nehmen, weil die noch gar keine Erfahrung hatten. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen 5-Meo-Klient aus England da gehabt, was früher total viel war, was natürlich C-bedingt halt viel, viel weniger ist, einmal aufgrund der Reisebestimmungen, aber auch, weil ich nicht mit geimpften Menschen arbeiten kann, weil ich das Risiko nicht eingehen möchte, für den Klienten, ne, ihn diesem Risiko auszusetzen, eine hochdosierte Erfahrung zu machen, weil die extrem auf das Kreislaufsystem eben auch
sich auswirkt. Bei einem gesunden Menschen kein Problem. Bei älteren Menschen mit Herzproblematik oder so definitiv ein Problem. Was 5-MeO-DMT angeht, noch eben mehr als ein Monoaminooxidase mit Pilzen. Aber das, ja, ne? die Vorsichtsmaßnahmen, dass man keine Kombinationen hat und so weiter, auch für die ja, natürlich, ne? Einnahme. Ja, also natürlich, ne, ich habe einen riesen Fragenkatalog, der vorher, nicht riesen Fragenkatalog, im Prinzip frage ich die Menschen nach ihrer Lebensgeschichte, sich selbst einen Brief schreiben, also sich selbst mal Revue passieren lassen, wo sie gerade stehen. Dadurch erfahre ich dann als Zuschauer eine Menge. Diejenigen haben aber einen therapeutischen Effekt dabei. Also wenn du dir mal, ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, aber ich habe es auch gemacht, dein Leben aufschreibst, also das Leben nicht, das deine Geschichte als Olli, als Flo aufschreibst und dann schaust, boah, ich habe mich ja voll entwickelt, ne? Weil der Kopf ist ja immer, was muss ich noch mal alles machen, ne? Wo komme ich noch hin und so, da fehlt noch was, ne? Und man, ne, du erkennst so, wie sich alles entwickelt hat, dann ist viel mehr Ruhe und Frieden da und auch die Erkenntnis, dass das alles schon richtig ist, so wie es kommt, ne? Dass es eigentlich keine Fehler gab im System. So, dass mich damals wahnsinnig gemacht hat, hat mich dann aber im Anschluss geprägt. Und das ist schon, ne, das, viele erkennen das schon als tieftherapeutische Vorgang. So. Und, aber ich frage eben auch, bist du geimpft, hast du Herzprobleme, hast du so eine Sachen halt. Ne? Und nimmst du andere Drogen, nimmst du Medikamente und sowas. Das sind alles wichtige Entscheidungspunkte. Ne? Ich treffe Entscheidungen nur aus dem Bauch. Nur noch aus dem Herz, aus dem intuitiven Herz so, ne? Ja, mache ich oder mache ich nicht. Weil wenn ich jemandem was Gutes tun will, indem ich eine Session mit ihm mache, dann kommt was Gutes bei rum, weil es ja von hier oben gesteuert ist. Ne? Mitgefühl oder Mitleid zu haben. Ne? Aber Mitgefühl ist gut, aber Mitleid ist dann so, ich leide mit dir. Ne? Ist das Leid echt? Ja, dass jemand, man hält ja auch jemanden in seinem Drama fest, nicht? An so einer Stelle. Ja, jedenfalls kommen, entschuldige, ich muss ja mal die Fragen beantworten. Es kommen zu mir also einmal normale Menschen, normale, ne? Hatte ich gerade, wie gesagt, jemanden da, ist dann eine besondere Herausforderung, weil die eben gar keine Ahnung haben, was so ein Psychedelikum eigentlich macht. Da ist dann, ich habe einen sehr großen Container um die eigentliche Erfahrung drumherum. Also ne, bei einer 15 Minuten 5-MeO DMT-Sitzung oder 30 Minuten, ja, habe ich trotzdem vorne 2,5 und hinten 2,5 Stunden drumherum. Ne? Einfach um integrativ und aber auch zusammenfindend zu arbeiten. Ne? Vorher im Wald, Spaziergang, das ist alles essentiell für so eine Erfahrung. Und teilweise wird es halt heute auch anders angeboten, was ich nicht gut heißen kann, aber ja, und dann habe ich aber auch Menschen, die zu mir kommen, die haben halt 50 Mal Ayahuasca gemacht, ne, und die wollen halt wissen, wie der nächste Big Bang ist, so, ne, die sind meist anstrengender, schwieriger im Loslassen, im sich hingeben, als eben so ein ganz normaler Mensch, der einfach, ne, der war Mitte 50, an einem Punkt angekommen ist im Leben, wo er einfach mal satt hatte, ne? So viel Zeug und irgendwann hast du satt und du hast genug gelitten auch im Leben, ne? Schon als Kind verprügelt aufs Übelste von der Mutter. Ne? Das sind ja Sachen, erstmal in Tränen ausgebrochen und deswegen ist das Sprechen auch so wichtig, ne? Weil wir Menschen reden ja nicht über unser Zeugs. Ne? Wir haben das ja nur hier oben drin und immer schön im Kreis drehen und so, ne? Damit wir auch ja nicht mal die Erkenntnis haben, was geht hier eigentlich ab. Ne? Wenn man dann mal endlich spricht, das hilft so viel. Ja, und die dritte Kategorie Menschen, die zu mir kommen, sind so spirituell Suchende. Die können Erfahrungen haben aber auch mal keine. Ne? Es gibt welche, die haben sogar auch schon 5-MeO gemacht bei woanders. Und dann war es halt nicht so und so. Ne? Die haben, ist ja immer die Frage, wenn man so ein Konzept hat, so, ja, mein Ego stirbt doch dann. Ne? Und ich meine, das Ego kann sich nicht, das Ego sage ich selten gerne, aber der Verstand, ne, das Ego kann sich ja nicht vorstellen, wie das ist, wenn das Ego stirbt. Weil es ja nicht mehr da ist. Und das ist ja der ultimative Arschtritt eigentlich für den Kopf. So. Und ja. Ja, das ist aber schön, lass uns an der Beschreibung dessen bleiben, was so eine non-duale Erfahrung ist, weil ich würde es immer den meisten Leuten erstmal so erzählen, dass es ein Wechsel der Perspektive ist. Es kommt natürlich auch auf die Dosierung drauf an, in welchem Zustand man dann kommt, aber bei gewissen mittleren Dosierungen, jetzt zum Beispiel Psilocybin, ist es so, oder habe ich auch schon erlebt, dass ich mich von außen sehe und ja, auch nicht nur optisch, sondern eben, dass man auch sein
Dasein wie aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Und dadurch, dass man sich nicht mehr damit identifiziert, gelingt ein ganz anderer Blick, ja. Und viele sagen dann, ja, wieso braucht man denn die Droge dafür? Und ich sage dann immer, ja, was ist denn so schlimm daran, dieses Werkzeug zu benutzen? Natürlich geht auch ohne Substanzhilfe eine Innenschau und man kann an seinem Bewusstsein arbeiten, ja, oder auch Trommeln benutzen, ja. Aber es gibt ja auch den Ausspruch, das ist für die Faulen, ja. Das finde ich auch nicht richtig, sondern ich finde es einfach ein sehr gutes Mittel, aber nur um dabei zu bleiben, eine andere Perspektive und natürlich kommen ja auch Sachen hoch und es sind trotzdem total unterschiedliche Erfahrungen, die die Menschen machen, ne? Oder würdest du das bestätigen? Es gibt keinen Fahrplan. Also das ist immer eine Dosisfrage. Ich habe tatsächlich, gebe ich auch Pilze weiter, ohne zu betreuen, keine hohen Dosierungen natürlich, aber dass ich mit einer Anleitung und sowas alles den Menschen den Rahmen abstecke, an den sie sich auch halten müssen natürlich, weil gäbe es Komplikationen. Und natürlich, erste Prämisse dabei ist, sie haben einen Sitter, einen Aufpasser, einen nüchternen Aufpasser. Und da sind mit kleineren Dosierungen schon die unglaublichsten Erfahrungen möglich. Und um die Frage nach der non-dualen Erfahrung vielleicht auch zu beantworten, eine non-duale Erfahrung haben wir den ganzen Tag immer wieder. Dauert halt in der Zeitrechnung nur eine Sekunde, ist natürlich eigentlich eine Ewigkeit, weil keine Zeit existiert im Wirklichen. Aber wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster schaue, ein blauer Himmel, okay, die Streifen fangen an, aber Sonne, Da kommt so ein kurzer Schauer über mich und diese Sekunde war non-dual, weil mein Verstand erst im nächsten Moment reinspringt und sagt, oh, ein geiler blauer Himmel, ne? Also, und ich weiß diese genau, Momente haben wir ganz viel, haben wir ganz, ganz viel am Tag. Ich habe eben, jetzt erzähle ich dir die Geschichte, Flo, ich habe eben draußen vor der Tür, wollte meinen Sohn fahren und ich habe gestern von einem Menschen gesprochen, den ich vor 8 Jahren das letzte Mal gesehen habe, weil ich habe da früher gearbeitet in so einer Messebaufirma und da war der Lagerarbeiter. Und das ist ein Typ von der Straße, weißt du, also wirklich ein Jans, so, einfach so wie dem der Schnabel gewachsen, ganz normal ein Arbeitertyp, ja, und das meine ich alles total bewertungsfrei, ne? Aber wenn den jemand mit einer Krawatte treffen würde, dann würde ich sagen, Unterschicht, ne? Also so halt, ja. Und ich hatte mit dem so eine enge Beziehung irgendwie und das war verrückt einfach, weil ich ja schon so ein bisschen blumiger Typ bin, ein bisschen crazy, aber ich habe da die Kaffeemaschinen und so ein Kram geputzt, ja, die dann wieder rausgeliehen wurden und so. Und er war halt Lagerchef und ich habe immer wieder an den gedacht, die letzten Jahre, seit ich nicht mehr gesehen habe und so, weil wir uns so verbunden waren und ich da aufgehört habe und er dann auch aufgehört, Firma gibt es nicht mehr, bla bla. Gestern habe ich meinem Sohn davon erzählt, weil der hier aus der Ecke, aus einer Region kommt, so in der Stadt hier um die Ecke, wo halt so ein bisschen Faustkampf und so. Und, ne? Und mein Sohn halt meinte so, ja, schon hartes Pflaster teilweise und so. Und ich so, ja, immer, das war früher noch schlimmer und so und so. Und dann habe ich von dem erzählt halt, dass der halt als Kind, als Jugendlicher eine Selbstverteidigungssituation hatte, wo es halt zum Schlimmsten kam, sagen wir mal, ja. Und dann habe ich halt davon erzählt. Und heute sind wir gerade eher mit meinem Sohn zur Schule gefahren, hält da ein LKW auf der Straße, mitten auf der Straße, und da sitzt der drin. Der Peter, ich habe es nicht glauben können. Mich so gefreut. Zufall natürlich, ganz klar. Nicht? Also ich habe ja ewig nicht von dem gesprochen, gestern von ihm gesprochen, dann steht er da. Ja, also da ist ein schönes Beispiel. Die Menschen, die das schon erlebt haben und auch wahrnehmen, die können das bestätigen wahrscheinlich. Aber viele würden natürlich auch sagen, nein, subjektive Wahrnehmung. Der Verstand ist immens kreativ. Der bastelt sich jetzt da was zusammen. Du hast ja auch an andere Leute gedacht und die sind nicht aufgetaucht. Das gibt immer... Aber ich bin da auf deiner Seite. Ich kann dir sagen, ich kriege jetzt noch Gänsehaut und ich habe gerade eben, ich habe mich, da, und das, weil wir gerade von Non-Dual kamen, ne?
das waren definitiv Momente. Ich kann mich nicht entsinnen, wie ich aufs Auto zugeschritten bin. Wir haben dann mitten auf der Straße gestanden, die Leute alle hupen, bla bla. Und wir haben eine Viertelstunde gequatscht, aus Nummern ausgetauscht, dann zum Glück, ja. Man muss das ja auch festhalten, aber selbst wenn wir uns nie wiedersehen, das war so ein berauschender Moment. Weil keiner von uns beiden, ich habe es im Sein, das auch dann, du, ihr wisst ja, die Augen sind das Tor zur Seele. Das war ein Austausch von tiefer, bedingungsloser Liebe, ohne sie so zu nennen. Und es war Wahnsinn, was da für Energie geht. Und jeder von euch hat das. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat diese Momente erlebt. Und jeder Mensch hat das. Und was wir halt machen ist, ja, aber ich wollte doch das Neueste sowieso kaufen und lass uns wieder wegtragen davon. Oder ich muss jetzt nach Hause dringen, ich muss die Termin einhalten. Ich muss noch mit dem Flo später sprechen, ich muss jetzt mal oder so. Das ist die Stimme, die dann gleichzeitig läuft. Aber diese tiefen Augenblicke haben wir ganz viele am Tag. Und auch der Schlaf ist eigentlich ein solcher Augenblick, wo wir tief zurückgehen, tief uns aufsaugen mit der Energie, die wir alle sind eigentlich, und uns das Leben geben. So. Ja. Ja, die psychedelische Bewegung kann man es vielleicht nicht unbedingt nennen, aber das Thema ist auf jeden Fall im Aufwand und es ist eine Renaissance. Also es besteht eine große Nachfrage danach und das ist ja auch kein Wunder, weil wir eben in so einer technokratischen Gesellschaft leben, wo diese Sachen immer weiter in den Hintergrund gekommen sind und diese ganzen Telekommunikationsmittel eigentlich unsere natürlichen telepathischen Fähigkeiten unterdrücken. Und wir müssten Handy wegschmeißen und wieder mehr da ein bisschen üben. aber ich will nur sagen, das ist durchaus ein Schlüssel, wobei du vorhin ja auch sagtest, es ist nicht für alle. Aber durch dieses Ändern der Perspektive werden so viele Ketten im Denken gesprengt, würde ich es mal sagen. Mhm. Ja? Wenn es so läuft, also im besten Falle, würde ich mal sagen. Es kann auch sein, dass man dann erst noch ein paar Leichen im Keller hat, die man vielleicht, denen man begegnet. Muss aber auch nicht. Ja? Nur um sozusagen dem nochmal ein gutes Image zu verschaffen. Also ich bin immer noch, ich halte die Fahne hoch dafür und sage, das ist nichts Verwerfliches, sondern es kann sehr heilsam sein. Und auch ohne diesen hohen therapeutischen Anspruch ist es eines jeden Menschen gutes Recht, damit umzugehen, solange niemandem schadet. Ja? Natürlich ist es gefährlich, wenn Menschen es bewerben, ja, und diejenigen, die es nehmen, nicht wirklich Selbstverantwortung übernehmen können. Und nicht wirklich selbstverantwortungsvoll diese Entscheidung treffen. Ja. Die Frage ist, wie ist der Begleiter? Ne? Viele bringen in die Begleitung ihre eigenen Vorstellungen mit und schubsen ihre Klienten, ihre Gäste, ihre, was auch immer sie das nennen, in eine Schublade dann halt auch wieder von der Vorstellung, die sie selbst mitbringen. Und es passieren halt auch viele sexuelle Übergriffe, darf man halt auch nicht vergessen. Ob jetzt im Urwald, aber auch auf anderen Retreats, weil halt einfach ein Mensch sehr fragil ist in so einem Zustand, ist keine Frage. Und man sollte sich schon gut überlegen, ein Bauchgefühl auch halt auch trauen, mit wem man was wie macht. Psychedelika sind halt auch schon ein tiefer Eingriff, ganz klar. Aber du hast natürlich recht, es ist keine Frage, es ist von Gott, ne, der Quelle, zu uns gegeben und ich finde Pilze nochmal im ganz Besonderen. Also bei uns hier im Wald wachsen die auch, ja. Und auf Kuhwiesen wachsen die ja auch gerne. Und es ist natürlich ein besonderes Geschenk, wenn man jemanden kennenlernt, der einem einführt, insofern er einem diese Pilze auch zeigt, sodass man seine eigene Geschwindigkeit dabei entwickeln kann, so wie es bei mir war. Also sprich, die Pilze zur Verfügung hat und dann selbst sich da hineingibt. Ich persönlich würde immer sagen, es ist immer von großem Nutzen. Also jeder von euch draußen, der da illegalerweise Pilze zur Verfügung hat, lasst euch mal begleiten von einem nüchternen Aufpasser. Ihr glaubt nicht, wie viel tiefer ihr kommt mit der gleichen Dosis, weil ihr aber eure Verantwortung an diese andere Person abgebt. Die andere Person muss nicht ausgebildet sein, sollte auch nichts mitbringen. Ja, die darf
Die darf neben euch sitzen, eine Kerze als Lichtspender. Brian Eno spiele ich immer, ganz ruhige Hintergrund, Textur, Musik. Und das ist eigentlich das beste Set und Setting abends natürlich, nachts, ja, weil tagsüber einfach die Energien hochpushen, ne? Alle sind unterwegs und müssen alle und müssen auch schnell und so, ne? Und das ist wirklich das, der beste Rahmen dafür. Und dann kann schon eine kleine Dosis ganz weit hinausführen. Und wirklich, man glaubt es kaum, was diese Person, die Verantwortung trägt, wie viel das ausmacht, so viel, viel weiter gehen zu können. Und was ich, ich bin auch großer Befürworter dafür. Es ist ja auch geisteskrank, ja. Wie gesagt, die Pilze wachsen da draußen. Ich glaube, ich habe auch noch nie von jemandem gehört, wo die Polizei dann jemanden von der Kuhwiese runtergeholt hat und so weiter. Ne? Das wird ja alles viel schlimmer dargestellt, als es ist. Und Cubensis-Züchter, also Cubensis ist so die Standard-Zuchtvariante, wird auch von Holland gerne verkauft in alle Welt. Zuchtkits und all sowas. Ne? Klar, es gibt natürlich auch Menschen, die da passieren dann Dinge, die nicht passieren sollen, aber ich wüsste nicht von irgendjemandem, der da ernsthaft schlimm Probleme von bekommen hat, weil, und das ist das Interessante dabei, das Leben dann auch selbst justiert, ne? Ja. Normal übergibt man sich bei Pilzen jetzt nicht so, weil die halt nicht so eine Unverträglichkeit mit sich bringen wie ein abgekochter Trank wie Ayahuasca oder so. Aber es passiert natürlich, dass wenn du zu viel Pilze genommen hast und hast halt was gegessen vorher oder so, dann werden dir die Pilze schon zeigen. Du hast ein Bier getrunken, dann werden dir die Pilze schon zeigen. Also das, ne, dein System wird es dann schon von sich geben. Und dann, also das Leben führt immer die beste Feder. Das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, es ist nicht für jeden. Jeder Mensch hat seinen Weg. Ne, mir ist vor 5 Wochen mein Vater gestorben, ne? Krebs, dann 5. Impfung. So, und mir hat es auch nochmal ganz tief was geöffnet, diese Hülle da zu sehen. Die Hülle, von meinem Vater 2 Stunden später oder so, kalt war er schon, aber diese Hülle, ich habe noch nie eine Leiche vorher gesehen, diese Hülle zu sehen und Papa, aber war nichts mehr drin. Ne? War gar nicht mehr drin. Das war ein tief bewegendes Erlebnis für mich und ich habe nicht geweint bisher. Ich bin aber auch, ich habe es mehr so gänsehautüberkommende Wallungen dann, ja, die so ganz nah am, dass es läuft, sind. Aber ich sehe ihn oft. Ich habe gerade die letzten 2-3 Jahre mit ihm viel Zeit verbringen können, mit dieser Krebserkrankung, meiner Mama auch. Und es bewegt mich tief. Aber ohne diese Standardvarianten von Leid, ne? Also Dauerweinen und ich weiß ja, er ist wieder zu Hause. Er hat endlich diesen zu engen Schuh ausgezogen, den wir die ganze Zeit tragen, ne? Spacesuit aus, ne? Und ich habe dann den Spacesuit gesehen, der lag ja da, ne? Also den Raumanzug, um mal nicht mehr Anglismen zu pushen. Und tief bewegend. Und drumherum sehe ich halt durch das Leid in meinen Anverwandten und, ne? Auch bei meinen Kindern zum Beispiel, wie sich Öffnung zeigt, wie plötzlich mehr Fluss aufkommt, mehr Hingabe dem Leben gegenüber und mehr Dankbarkeit dem Leben gegenüber, weil das ist das, weißt, wir rennen rum und alles scheiße und immer, weil wir ja auch so da rein indoktriniert werden. Unser System basiert ja darauf, dass erstmal alles scheiße ist, ne? Und was kann ich tun, damit es mir besser geht? Ne? Ob es jetzt Netflix, Pornhub oder sonst was ist, nächsten durchziehen oder Bierchen holen oder sonst wie. Ne? Oder was weiß ich für Konzepte, die wir haben, damit wir uns gerade wieder besser fühlen. Aber im Endeffekt wollen wir immer von dem Punkt hier weg. Hier ist ja gerade scheiße. Ne? Hier habe ich gerade, ne, 20 Kilo Corona-Übergewicht. Ne? Und das, aber geht ja trotzdem weiter. Ne? Und ich meine, ich finde gerade im Augenblick, Ramdas hat es immer gesagt, gibt so ein chinesisches Sprichwort, es ist ein Fluch, in dieser aufregenden Zeit zu leben, und es ist ein Segen, in dieser aufregenden Zeit zu leben, weil es geht gerade voran. Super langsam und Geduld war noch nie mein Ding, ne? Aber es geht trotzdem voran. Und dann geht man mal wieder in den Wald und erkennt so, was bei -5 Grad, der geht ja ganz schön was ab hier. Das ist ja eine ganz andere Welt, ne? Als im Sommer, im Herbst, sonst wie. Und diese Momente, weil wir ja eben meinten, non-duale Erlebnisse, ne, haben wir alle immer wieder. Und ich glaube, dass gerade in uns allen das Bewusstsein für das Bewusstsein, also die Aufmerksamkeit für das So-Sein wächst. Und Psychedelika, um den Bogen ja zu schlagen, ne, sind
ein großartiges Geschenk von der Quelle an sich selbst. Also von, gerade Pilze, ja, wachsen im, ne, die Pick, ich sag mal Pick and Play. Ne? Ja, du genau. Pflückst sie, isst sie und ab geht die Post. Ne? Und wenn du nochmal pflückst, oder nochmal, ne, dann geht es noch mehr ab. Es gibt da auch kein Ziel. Ne? Der Weg ist das Ziel. Jeder kleinste Fruchtkörper ist der Weg, ist die Frucht Gottes. Und es ist wirklich, wirklich wunderschön und wundervoll. Und kein Wunder, dass es verboten ist. Und jetzt muss ich auch noch mal was sagen, ne, was ich eben mit Joe Rogan und Leo Guru, Gara, Guri, Guru, Gura zum Beispiel, ja, also so Typen halt, die, oder Michael Pollan mit seinem Buch, ne, kommen ja auch viele zu mir, weil sie das von dort haben. Ne? Mein Klient hier am Montag, ja, Mike Tyson und so. Also ich persönlich glaube nicht daran, dass diese Menschen gute Menschen sind, die einfach mal das teilen wollen, mitbringen wollen. Irgendwie tun sie es ja dann doch, aber es werden diese Konzepte mitgeliefert. Und ja, das glaube, zeigt ja, dass sie starke Mittel glaube, dass das, sind, ja, aber diese, was nicht du stark sagst, genug. Psychedelic Renaissance ist Teil davon. Weißt du, wie bedient dieser Begriff gerade ist, Psychedelic Renaissance? Das ist all dieses, ne, als hätten wir schon eine gehabt in den 60ern. Du hast ja mit Michael drüber gesprochen, die 60er waren durchorganisiert. Ne? Ja, natürlich. Und auch, und das sieht der, das hatte ich mit Markus Berger auch in dem Gespräch, das schon länger her ist, mit dem Microdosing ist eigentlich ein Ansatz, den ich auch nicht wirklich befürworte. Weil da habe ich was zu sagen, aber gleich, ja. Ja, weil das ja dann wieder dazu führt, dass Menschen das nehmen mit dem Ziel, in der Systemwelt zu funktionieren. Ja, das kann ja nicht der richtige Ansatz sein, wenn das benutzt wird, um jetzt kreativ tätig zu sein, ja, richtig, Gutes, ja, zu wirken. Aber ja, diese grundlegenden, sagen wir mal, was man als Weisheit auch beschreiben könnte, die Einsichten, die man gewinnt durch Mithilfe von Psychedelika, das ist meine Erfahrung, man kann es nicht gleich machen, aber diese Einsichten, die ändern das Bewusstsein langfristig, ja, auch außerhalb dieses Rauschzustands logischerweise, weil man eben Türen geöffnet hat. Mhm. Aber wenn du Joe Rogan angesprochen hast, oder Mike Tyson hat ja auch von seiner DMT-Erfahrung erzählt. Ja, 5-Meter-DMT, ja. Mhm. Genau. Das ist trotzdem so, dass da was Grundlegendes bei denen da ist und aus dessen, aus dem Ding heraus arbeiten sie. Ich sag ja, die sind ein Teil Gottes. Es sind Stimmen, die Millionen erreichen, aber andere Stimmen, die viel Wichtigeres in dem Zusammenhang zu sagen hätten, die erreichen nicht so viele Leute. Ja. Ja. Das ist ja ein schiefes Bild. Ich wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube nicht, dass die 60er Zufall waren. Ich glaube, das alles, das ist schon, ich meine, das soll jetzt hier keinen runterziehen oder so, ja. Ne? Das ist ja alles Gott, das ist alles die Quelle, das ist alles das große Eine und das eine greift in das andere und ja, es ist alles Yin und Yang und das eine balanciert das andere aus, keine Frage. Aber es ist instrumentalisiert, wird es viel, um die neueste Möhre vor der Nase zu sein. Und es geht immer darum, dass den Status quo scheiße zu finden und die Besserung zu suchen. Woanders natürlich, nicht hier jetzt. Und die Zukunft gibt es ja nicht. Es gibt ja nicht mal noch Zeit, aber ne, jetzt ist hier, es ist wie es ist, ja. Et küt wie et küt. Ne? Ich komme aus dem Rheinland ursprünglich, ja. Et küt wie et küt, ne? Und da ändert sich auch nichts dran. Ja, zum Thema Microdosing, ja. Ich bin da auch immer sehr skeptisch gewesen, habe es natürlich mehrfach monatelang ausprobiert. Habe aber auch Menschen, die mich immer wieder gefragt haben, so, wie ist das so? Und, ne? Und dann schicke ich auch schon mal ganz gerne halt rum. Habe halt auch Feedback dadurch, Rückmeldung, die Anglismen, nicht wahr? Gute deutsche Sprache. Rückmeldung bekommen dazu und weiß halt auch so, wie sie, ne, bei wem funktioniert es, bei wem funktioniert es nicht. Ich habe da einige Menschen gehabt, die wirklich, wenn die, was die Depression angeht, ja, wirklich nichts mehr geht und die mit dem Rücken zur Wand sind und sie selbst die Schnauze voll von ihren SSRIs und von ihren hier Ritalin und was der Geier, was nicht noch alles gibt und Benzodiazepine vor allem, haben selbst davon die Schnauze voll, ja. Und dann Mikrodosierung gemacht haben. Also wirklich jeden Tag eine Menge, die nicht wirksam ist. Das ist ganz wichtig. Die darf keine direkte Wirkung haben. Sobald es irgendeine Form von Wirkung hat, ist es nicht mehr Mikro, sondern Low. Also leicht dosiert. Niedrig dosiert. Das ist niedrig, Dankeschön. Traurig, ne? Ja, also nicht, ne? Und
bei denen hat es wirklich was gebracht. Die haben so viel Nutzen davon bekommen. Und das, was total irre ist, und das erzähle ich jetzt kurz, ich habe wirklich, wir wissen alle, ne, dass das Peaks-Thema schafft ja schon seit immer, auch in den Staaten schon seit langen Jahren, eine Verbindung mit Autismus, autistische Kinder, wie viel das zugenommen hat. Natürlich auch, dass vom Fernsehen erzogen werden, ist ein Teil davon, bei YouTube den ganzen Tag hängen und so, ne? Aber eben auch das Thema Pieksen. Und ich habe Anfang des Jahres, im März, einen Brief bekommen von einem Vater, der mir sagt, hier mein Sohn, 7, Autist und so weiter. Ne? Das Lustige ist, die Sprache, die er spricht, ich sage jetzt nicht, wo er kommt, aber die Sprache, die er spricht, spreche ich nicht und er spricht auch kein Englisch. Und er hat sich das dann noch mit übersetzt sich das immer mit Google und so. Und dennoch haben wir, und da kann man nur Danke sagen, ne? Danke Google oder Translator, wem auch immer, und Internet und so. Also das ist Fluch und Segen alles, diese Technokratie, die du angesprochen hast. Ne? Fluch und Segen. Wir wären ja auch jetzt nicht hier ohne das alles. Wir haben ein tolles Verständnis gefunden und ich muss natürlich erstmal wissen, was heißt das, was ist da los und so. Ich würde niemals empfehlen, unter 18, sag ich jetzt mal als Grenze, eine volle Dosis Pilze zu nehmen. Das halte ich nicht für sinnvoll. Wenn das bei den Shipibo passiert, dass die Kinder mit 8, 9, 10 Jahren Ayahuasca bekommen, dann ist das im Kontext derer Gesellschaft so. Und das ist was völlig anderes, weil die eine andere Grundlage haben. Und in der perfekten Welt, ich weiß es nicht, da braucht wahrscheinlich keiner mehr Pilze nehmen, weil wir alle, ne, im Verbund mit dem Leben leben, so wie die ganzen Gebäude gebaut sind, im Fluss mit dem Leben, die großen Gebäude, ihr wisst vielleicht, was ich meine, weil ihr ja Flo-Zuschauer seid, ne, erfundene Geschichte und so, ja, diesen Fluss mit dem Leben, wenn wir den wirklich hätten, vielleicht hätte dann ein Pilz gar nicht mehr so einen Stellenwert oder er würde benutzt als großes Feierinstrument für große für Lebensfeiern einfach, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir hätten wahrscheinlich viel mehr Zugriff auf unser wahres Sein. Und Fazit, der Junge konnte nichts. Kein Scheiß. Der konnte nichts, der hat kein Wort gesprochen, der konnte sich nicht selbst auf dem Klo, der konnte nichts. Der Junge war 7 und konnte gar nichts. Der hat nichts gesprochen und nichts. Also, ne, Null-Status ging, mehr ging nicht. So, und dann habe ich ihm das erläutert und habe also ganz klare Anleitungen auch gegeben. Da darf kein Risiko gefahren werden oder so. Ne? Wie gesagt, Mikrodosierung heißt keine Wirkung. Punkt. Ne? Mikrodosierung heißt 3 Monate jeden Morgen, weil sonst baut sich dieser Spiegel im Gehirn, in den Synapsen nicht auf. Ja, ich weiß es nicht genau, es ist nicht erforscht, aber steht zur Vermutung, dass sich ein Psilocin, Serotoninspiegel aufbaut, dass das mit dem Serotoninsystem, dass die Verknüpfungen im Gehirn besser geschaltet werden. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her, der ist jetzt in der dritten, nee, er fängt Anfang des Jahres die dritte Runde an, also den dritten Block. Der Junge spricht nicht nur, geht nicht nur selber aufs Klo, putzt seine Zähne selber, sucht selber Spielzeug, redet und interagiert mit der Außenwelt, sondern auch mit fremden Menschen im Bus. Der fragt Menschen im Bus, ob er sich setzen möchten. Und ich habe auch ein Protokoll bekommen, natürlich, weil ich noch in Interaktion bin und wir wollen das irgendwann auch publik machen und ich habe auch über ihn andere Eltern, die sich gemeldet haben und das versuchen wollen oder versuchen. Und es ist unglaublich, was dieser Junge jetzt für ein Leben, und es ist auch, der Mathieu schreibt mir hier das Treatment, wie lange machen wir das noch? Und ich schreibe zurück, ich sage, es ist keine Behandlung. Der Junge hat nichts. Der Junge ist von Gott so geschaffen, wie es richtig ist. Wir helfen ihm, ne, sein Potenzial vielleicht zu erweitern, indem wir ihm Gott, ja, ihm die Pilze zur Verfügung stellt. Aber es ist unfassbar. Und man muss ja ganz klar sehen, nur weil der nach unserem gesellschaftlichen Standard nicht lebensfähig ist, heißt das ja nicht, dass er nicht lebensfähig ist. Ja. Das Leben macht keine Fehler. Ne? Jemand, der in der Klapse sitzt, ja, der ist ja nur deswegen ein Problem, weil wir ihn als Gesellschaft, weil er nicht passt in unsere Schublade, zu allem machen. Nicht für sich selbst. Ne? Ein Kind mit Trisomie 21,
ihr wisst doch jeder so, man, früher hat man doch die Mongos gesagt, ist ja asozial, aber ne, was die für eine Freude, und das ist ja Neid, wenn man dann so ein beschimpftes Wort dazu auch benutzt, was die für eine Freude am Leben haben. Unfassbar. Und die, um es abzuschließen, ja, die Erkenntnis ist, dass unter 12, also ich habe Kinder, die 12, 13, 14 sind, die Mikrodosierung jetzt gemacht haben übers Jahr, Freunde, wie gesagt, von ihm, weil die natürlich in so einer Gemeinschaft sind, ne? Kinder, die Autismus haben und die Eltern verbinden sich und so, ist ja auch gut so. Und es ist tatsächlich so, dass es bis zum Beginn der Pubertät, 12, 13, ne, sehr, 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 sehr hilfreich ist. Also ein anderes Kind, das ist 8, das hat auch unheimliche Erfolge. Und über 12 ist es schwierig. Also ne, wenn irgendeiner von euch Zuschauern da, schreibt mir, ja, habe ich nicht gesagt und natürlich, aber ihr wisst Bescheid. Es ist unfassbar, es ist unfassbar. Und dann, ne, und das meine ich ja, Peaks und so, ne, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ja, wo überall die Peaks herumfliegen, ne, gibt Gott. Leute, ich mache das seit über 10 Jahren in der Öffentlichkeit und vorher ja, ne, jetzt kommt so ein Thema auf. Anfang dieses Jahr kommt so ein Thema auf. Vorher hatte ich noch nie jemanden, der mich gefragt hat. Und klar, der hatte das irgendwo gelesen, aber jetzt kommt so ein Thema auf. Warum macht das Leben das wohl? Weil immer alles richtig ist. Weil immer alles ins eine einfließt wieder. So. Und sich ergänzt und ausgleicht. So, vielen Dank dafür. Das ist, ich habe es gemerkt, wie mich das bewegt. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Wie schön das ist. Weil du ja direkt das miterlebt hast, so dass die Eltern dir da das direkt beschrieben haben. Ne? Ja, das ist weder, wie der schreibt, der Mathieu, das ist einfach wundervoll. Und ging das dann innerhalb von, in was für einem Zeitraum sprechen wir da jetzt nochmal? Also mit Beginn der, in Anführungszeichen, Behandlung? Also mit Beginn der Unterstützung im März. Im April hat er dann angefangen, ja, schon im März hat sich noch vorbereitet, wollte, also ne, alles gewissenhaft, ist immer wichtig, dass, ne, oh, ich habe die Superlösung, Pille reingeschmissen, alles klar. So ist das nicht. So ist das nicht. Es ist wichtig zu begleiten, es ist wichtig aufzuschreiben. Er führt ein Notizbuch, auf, ne, Notebook, ja, wo er alles aufschreibt. Es ist auch wichtig, das für andere aufzuschreiben. Und es hat nach 14 Tagen bereits Verbesserungen gegeben, erste Worte gesprochen, selbstständige Dinge und so weiter. Ich weiß noch, der erste Brief, den ich bekommen habe, da habe ich geheult, ne, weil, also da kam mir tatsächlich dann mal ein bisschen rausgelaufen, weil es einfach unglaublich ist, wie, was für eine Freude diese Familie dadurch erfährt, dass sie ihren Sohn mehr teilhaben lassen können in der Familienstruktur, die nun mal in dieser Realität hier passiert. Ne? Dass sie den Bub lieben, unabhängig, ist keine Frage. Ja, und es ist eine Schande irgendwo, dass diese Therapien und dieses Potenzial nicht erkannt wird oder unterdrückt wird. Und das könnte so vielen Menschen helfen. Ja? Also da habe ich Joe Rogan noch nicht drüber reden hören, zum Beispiel, weißt du? Oder XYZ, ne? Weil das passt nicht in so diese spirituelle Ankommen-Nummer. Ja, also ich habe Rückmeldung von einem Bekannten, der sagt, und der hat das probiert mit Mikrodosierung und hat da erstaunliche Effekte festgestellt, weil er zum Beispiel mit Migräne zu kämpfen hatte. Ja. Und er hat gemeint, es war der hatte einen Morgen, das war so wunderbar. Also beste Rückmeldung, wollte ich nur kurz sagen. Ja. Ja. Und deswegen, man kann es auch kritisch sehen, wenn Menschen das nehmen, um jetzt zum Beispiel im Geschäftsleben besser zu funktionieren. Es gibt eben unterschiedliche Ansätze. Ja. Ja. Aber diese Substanzen sind hilfreich und Werkzeuge und die werden eben von indigenen Völkern schon lange benutzt, so viel wir es eben wissen. Und die ersten Beschreibungen von den Konquistadoren, die waren jetzt auch nicht unbedingt, wenn sie denn stimmen, korrekt, genau, unbedingt korrekt. Also, ja. Du hast ja da hinten das Bild
Da, ne? Ja. Den Bishaman, ja. Ja. Ja, wie das zu mir gekommen ist, erzähle ich jetzt nicht, das führt zu weit. Ja. Das ist ein ganz besonderer Druck. Das sind auf zwei verschiedenen Materialien gedruckt. Da erscheint das 3D. Und ich sage, es ist eine ganz verrückte Geschichte. Und dann, ja, das ist, wenn es denn so ist, ja, der älteste Nachweis für eine Religion auf Erden, 5000 Jahre before Christ, vor Christus, in dem Tassili-Plateau in Nordafrika gefunden, wo Genau. nachweislich wahrscheinlich auch früher, ne, ich meine, ne, Afrika ist ein ganz großes Thema, warum sind da die Wüsten und so weiter, ne? Ja. Und das soll halt da wohl, ja, ist in der Höhle gefunden worden und ist irgendwie nachweislich datiert, lalala. Ist immer die große Frage, was ist wirklich wahr, was ist nicht wahr Da und was kommt. ist es drin, Ja. von Giorgio Samorini, Rausch und Mythos auch sehr empfehlenswert. Also, ich meine, wir sind ein bisschen gesprungen, aber ich denke mal, die Zuschauer halten das aus. Es macht auch nichts. Ich wollte ja immer wieder einflechten und habe es auch getan, eben, dass die Psychedelika als Hilfsmittel einfach wunderbares Potenzial haben, raus aus der Schmuddelecke müssen und dass diejenigen, die sozusagen unverantwortlich mit allem umgehen, also sowohl beim Konsum von allem Möglichen, dass die vielleicht auch das ausprobieren werden, das kann man nun mal nicht verhindern. Aber prozentual gesehen, es ist einfach so, dass hier eine Leere auch entstanden ist bei den Menschen, und dadurch auch so eine gewisse Rückverbindungswunsch da ist zur göttlichen Anbindung, will ich mal sagen. Ja. Ich Und glaube, das, ne, ich sag ja, die Pilze sind da, glaube ich, der Hauptschlüssel, ja, also ich empfinde ich. weiß halt, durch viele Kommentare und so weiter, dass da viele aufschreien und sagen: Ach Gott, wenn du nicht immer nur diese teuflischen Drogen bewerben würdest und so weiter. Und das ist Ja, halt aber Quatsch. Es ist halt, das kommt immer von denjenigen, die es noch nicht genommen haben oder keine positive Erfahrung hatten. Und wir haben beide gesagt, es ist nicht für alle, aber die bieten ein großartiges Potenzial und also, wir müssen nicht die Methoden kopieren aus fremden Kulturen und dann glauben, das wäre, ne, sondern dann ist es auch wieder. nee. Deswegen finde ich deinen Ansatz auch insofern richtig. Man muss da nicht an bestimmte Äußerlichkeiten sich festmachen, aber durchaus gut hinschauen, was wichtig ist, ja, zum Beispiel auch, das hatten wir vorhin nicht erwähnt, wenn die Shipibos oder auch andere indigene Völker das zubereiten, dann ist ja die Zubereitung viel wichtiger, also die Geisteshaltung, der Gesang, die guten Wünsche, das Bewusstsein während der Zubereitung, und das sagen die selbst, ist viel wichtiger für die Potenz, als jetzt zu schauen, ob das jetzt der richtige Baum oder ähnliches ist oder andere Faktoren, sondern das kommt auf, der Geist spielt immer eine große Rolle dabei. Auch wenn es jetzt physische Substanzen sind, die benutzt werden als Hilfsmittel. Ja, Und das also vergessen wir hier im Westen oft. ja, weil du das gerade eben meintest mit Migräne. Also meine Tochter, die nimmt auch da, ne, Mikrodosierung, ja, also eine Dosierung, die keine direkten Auswirkungen hat, wenn sie Migräneattacken hatte. Und sie ist eine starke Denkerin, 1+ Kind und so, ne, 15-Punkte-Kind, ja. Immer schön, ne, richtig gut im Kopf, aber dadurch raucht die Birne dann auch schon mal, glaube ich, dass daher die Migräne kommt. Jedenfalls hat sie es früher noch mehr gehabt und sie hat immer mal, sie hat immer Mikrodosierung Pilze genommen, es hat immer geholfen, immer. Es ist wirklich unglaublich, was auch in dem Feld. Da gab es mal eine Dokumentation über LSD in Form von Mikrodosierung auch und so. Und gab es irgendwie in dem Bericht war so ein Texaner, der seine eigenen Pilze züchtet, der aber auch in diesem Dilemma war von, das ist eine Droge, ja, aber sie hilft mir also gut. Das war sehr Ja. verrückte Sache. Und ja, ich meine, du hast ja, ich weiß auch nicht, ich habe bei dir immer das Gefühl, du willst irgendwie deinen Zuschauern gerecht werden, so, ne? Also ich kann sagen, Nee, vielleicht also um, ja. ich habe eine hohe Meinung von meinen Zuschauern und die sind die allermeisten sind auch da Ich,
sehr empfänglich. Ich kenne sowas nicht. Ich mache hier und da mal ein paar Podcasts über die Jahre und auch weniger natürlich. Am Anfang habe ich viel gemacht, um halt auch die Arbeit zu bewerben. Klar, ja, und irgendwann war dann immer trotzdem ist immer viel Gutes bei rumgekommen, so, aber Ich habe schon so ein Bestreben, eben das aus der Schmuddelecke rauszuholen und zu sagen, das ist nichts Verwerfliches. Und das heißt, es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ich finde, es ist eher ein Zeichen von, es ist auch für die Mutigen letztlich, ne? Ja, natürlich. Es braucht Mut. Und vor allen Dingen halt auch die Dosierung ist. Die sind so viele Welten auseinander, zwischen niedrig und stark, das kann man mit anderen Substanzen nicht vergleichen. Das Nein, ist ein aber Unterschied in der Intensität. Deswegen redet man eigentlich über verschiedene Dinge. Ja. Aber wie gesagt, ne, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich der Rahmen, in dem man es macht. Und ich kann jedem raten, der die Möglichkeit hat, dranzukommen oder welche hat und so. Macht's mal, lasst euch mal begleiten vom Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Liebste natürlich, ne, Partnerin, was auch immer. Lasst euch begleiten von jemandem, der die Verantwortung trägt. Der trägt die natürlich nur imaginär, weil der Verstand, das ist das Schlimmste, was wir haben, ist dieses Nicht-Aufgeben-Wollen. Haben wir, weil wir dauerhaft meinen, wir müssen verantwortungsbewusst für uns selbst da sein und sowas alles. Und wenn man das mal abgibt als Mensch, so, dann öffnen sich ganz andere Möglichkeiten mit so einem, mit diesen Werkzeugen, wie du sagst auch. Ja? Und es ist echt wirklich unglaublich so. Was das ist ja auch eine spannende Reise, die dann beginnt, sich selbst neu kennenzulernen irgendwo auch, weil einfach der Zugang ein anderer ist. Ja. Ich glaub, dass das Thema jetzt halt auch so, also wie gesagt, ich glaube, auf der einen Seite kommt das Thema auf, weil es geführt wird, ganz klar, bin ich mir 100% sicher. Ich denke auch, dass in der Schlammflut-Tartaria-Bewegung unheimlich viel geführtes Zeug noch läuft und ich habe das Buch von Judy Wood gelesen, Where Did the Towers Go? 9/11, das ist so eine Standardbetrachtungsweise für Gatekeeping. Also man kommt immer bis zu einer bestimmten Türe, dann kriegt man erklärt, wie es ist und man geht wieder weg. Und manche gehen halt durch die Türe weiter, bis zur nächsten Türe. Ne? Beim 9/11 kommt man ja irgendwann vielleicht, wenn man vielleicht weit genug geht, dann schaut man sich die Fakten an und erkennt man vielleicht, dass da was mit Energiewaffen und so, ne? Gibt es einfach zu viel Zeug, was unerklärlich wäre sonst. Und ich glaube, dass es bei den Psychedelika halt auch so ist. Ne? Du kommst liest McKenna oder hörst McKenna, kommst zu den Maschinenelfen, ja. So, du hörst aber, McKenna hat 5-mehr-DMT geraucht, fand's grausam. Ja? McKenna hat irgendwann mal eine ziemlich extreme Pilzerfahrung gemacht, hat sein Bruder erzählt. Ne? Und 6 Jahre später stirbt er an einem Gehirnkarzinom, was aussieht wie ein Pilz. Verrückte Sachen, weil er aufgehört hatte, Pilz zu nehmen, dann vielleicht, ne? Als er diese schlimme Erfahrung hatte. Also man kommt so zu einer Türe, die dann sagt, so starke Erfahrung für das Ich oder so. Ne? Und dann geht man und man fällt immer halt wieder auch zurück in dieses, was bringt mir das für Nutzen-Ding? Und der Nutzen liegt in sich selbst. Ja, also ich muss nicht nach einer Pilzerfahrung rauskommen, meine Intentionen abarbeiten, meine in der Nachbetrachtung alle Chakren geputzt haben und alle Traumata, es passiert nicht. Also ich kann euch von vielen, vielen Menschen, die zu mir gekommen sind, auch über die Jahre, die ich kennengelernt habe in dem Feld, in der Gemeinschaft, kann ich erzählen, die rennen, ne, das wird so ein sich Selbstläufer so und dann wieder Ayahuasca und wieder Ayahuasca und wieder und wieder und wieder. Und das Ziel kommt natürlich nie in Reichweite, weil es immer ein neues Ziel gibt, ne? Oder aber weil das Ziel neu definiert wird, das gleiche Ziel. Und im Endeffekt ist das wieder nur, ne, die Jagd nach dem Drachen, so, ne? Chasing the Dragon, ja, und irgendwie kommt man einfach nicht an, weil das Ankommen immer da passiert, wo die Erkenntnis kommt, dass es ist, wie es ist, und gut ist es, weil warum, ich meine, das Leben macht keine Fehler, glaubt ihr, der Baum, wo der Ast krumm gewachsen ist, der grübelt den ganzen Tag nach, wie kann ich jetzt wieder gerade wachsen, ne? Das ist einfach der Punkt, und ganz ehrlich, weil der nächste Schritt wäre ja dann, ja, das sind wir bösen Menschen. Ne? Wir machen Kriege in der Ukraine, wir machen Kriege sonst wo. Ne? Und wir machen den Planeten kaputt und so. Ne? Und nee, wir die Menschheit ist, ne, und hier, ne, Great Reset und so, wer weiß das alles schon, warum, wer wir hier eigentlich wirklich sind gerade, was hier aktuell für ein Zuchtprogramm läuft. Aber
ja, Fazit ist auf jeden Fall, dass da eine Menge Führung dahinter steht. Und ich glaube halt auch, dass das bei dem Psychedelika so läuft. Aber, und das ist eben der Punkt, und das kann keiner steuern, und das ist genau wie das Internet, ja, was auch immer dahinter steckt, im Endeffekt, ja, ist die Sache selbst so gut, dass es eine Öffnung bringt, die man sich hätte vorher nie erträumen lassen. Und vor allem auch die Leute, die das geplant haben, sich hätten nie erträumen lassen. Wir haben einiges abgedeckt, und ich habe ja auch mit vielen Menschen schon einigen Menschen schon gesprochen über deren Erfahrungen und auch ihre Beweggründe, warum sie das machen. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber ich wollte es auch noch mal erwähnen, ich selbst habe jetzt niemanden kennengelernt, der damit echte Probleme bekommen hat. Wobei ich nicht behaupte, dass es das nicht gibt. Es könnte an den Kreisen liegen, in denen ich aufgewachsen bin oder gelebt habe oder da noch lebe. Tatsache ist, durch die Illegalisierung ist niemandem geholfen, weil ja der mündige Umgang nur entstehen kann in einem entspannten Umfeld, in einer Situation, wo man keine Schuldgefühle oder irgendwelche Irritationen haben muss oder heimlich irgendwo das machen muss oder ins Ausland fahren muss. Und das ist einfach eine gesellschaftliche Aufgabe. So, guck die Tshipibo, wie machen die es? Natürlich leben die ganz anders, ja. Aber ich will nur sagen, es wäre auch hier gesellschaftlich kein, es ist nicht das Problem, als dass es dargestellt wird. Ja. Ich verrenne mich hier. Es spielt ja auch in der Kritik an Drogen nur eine Randrolle. Also zum Beispiel bei der Liste von der Gefährlichkeit der Drogen, das kann jeder nachlesen, offizielle Statistiken, ist Psilocybin regelmäßig an allerletzter Stelle. Ja. Ja? Hinter allen anderen Drogen, also alle Medikamente, Alkohol sowieso und im Vergleich von 1000 zu 1 und mehr, also darüber sprechen wir hier. Ja. Wie, wenn du eine Sitzung machst, wie hast du das gemacht so? Du hast ja gehört, was ich eben gesagt habe, oder? Ja. Also Dunkelheit, also ich sage immer eine Kerze maximal, ne? Als Lichtbegleitung. Ne? Ja. Und dann, also Brian Eno, wer ihn kennt, die ganz frühen Ambient, der hat das ja Ambientenmusik, wie sagt man da, Hintergrundmusik auf Deutsch, ja. Der hat das ja erfunden und Discrete Music heißt die Platte, Thursday Afternoon, perfekt geeignet dafür. Und nachts, ne, also in der Dämmerung nehmen so und so, das sind so die Sachen, wo ich sagen kann, es ist so unfassbar, was das für einen Unterschied macht, ne? Machst du das auch so oder würdest du das? Ich kann es mal erzählen. Also ich habe. Ich meine, das Verrückte ist ja, da, was ich sagen kann in all den Erfahrungen, die ich, wenn ich jemandem was gegeben habe, aber auch also meinen Klienten was gegeben habe oder auch mit mir selbst ist, das Leben ist immer fair. Ja, also ich habe grundsätzlich auch für alles, was gerade passiert, vielleicht ist auch, können wir langsam mal zum Schluss kommen, weil so als Abschluss ganz schön. Und ich habe ja gesagt, ich würde gerne schon mal öfter mit dir reden, weil ich mir vorstellen kann, dass weiter, also ne, es ist das eine, drüber zu reden, was so gerade so läuft, aber es ist, glaube ich, so wichtig. Ich habe dir das ja auch gesagt, erinnerst du dich, als dieses Tartaria-Thema, also als die alte Welt, das alte Welt-Thema, so haben wir es ja nur kennengelernt, aufkam, habe ich viele erlebt, die entweder in deinen Bewertungen und so weiter, aber auch sonst wie in allgemeinem Netz, die das Ganze als etwas sehen, was sie runterzieht. Wenn ich hier bei uns im Dorf oder Kirche stehe, ne, und also gerade in Holland ist ja der Wahnsinn, wie viel Gebäude da auch noch stehen. In Deutschland ist ja unheimlich viel zerbombt worden und so, ne? Also das ist der absolute Wahnsinn. Aber auch in Deutschland, in den kleinsten Dörfern stehen die schönsten Häuser noch. Man sieht sie halt nicht mit offenen Augen. Und wenn ich davor stehe, da geht das genau wie in einer Session neben jemandem zu sitzen, der trippt. Da geht eine Resonanz durch den Körper. Das ist unfassbar, wie wundervoll das ist. Ein kleines bisschen ist natürlich da so die Trauer. Ne? Gott, ne? Warum sind wir da nicht mehr? Wie konnte das passieren, dass
wir, die wir das gebaut haben, jetzt hier in dieser Rolle sitzen, in dieser Box sitzen und nicht mehr rauskommen und den Sonnenschein nicht reinkommen sehen und so. Aber letzten Endes macht das Leben ja keinen Fehler. Und da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Das Leben macht keinen Fehler. So, ne? Alles ist im Kreislauf und nicht nur im Kreislauf, sondern im spiralförmigen Kreislauf. Das heißt, da, wo diese Gebäude hier gebaut wurden, da, wo wir im Fluss mit der Schöpfung, Schöpfer und Schöpfung, alles eins, ne, bei Evaranon werden die Domes zeigt, ne, was für eine unfassbare Schönheit und wie klar auch sowas gar nicht mit Hammer und Meißel baubar ist oder per Hand und schon gar nicht, wenn man nur Pferdekarren rum und so weiter. Ne. John Levy ist ja auch wahnsinnig, wie schön. Gestern noch das neueste Video gesehen, was der für tolle Sachen immer findet. Wahnsinn. Ich meine, er hat ja auch viele, die ihm was bringen und schenken und so und schicken und so. Aber es ist so, dass das bewegt mich immer wieder tief. Und ich komme immer wieder zurück darauf, ja, dieses Vertrauen ins Leben zu haben. Ne? Ich habe auch so, weißt du, ne, Übergewicht kommt ja auch vom Alkohol trinken, ja, wenn man einfach zwischendurch platzt mir der Schädel ja auch. Ne? Aber dann, weißt du, ist mal wieder gut. Dann ist mal der ganze Rotz wieder raus, dann scheint die Sonne, du siehst die Kirche, ja, und plötzlich bist wieder voll aufgeladen und rotierst wieder total und das kann ich euch mitgeben da draußen, ja, achtet mehr, ne, seid mehr Beobachter, schaut es euch an. Sich mitreißen zu lassen geht ja immer viel einfacher, klar, aber schaut es euch mal mehr an. Ne? Schaut mal zurück, schreibt eure Lebensgeschichte auf. Ne, großer Tipp fürs Leben. Schreibt auf, ich wurde geboren, dann bin ich als Kind. Ihr verliert euch im Schreiben. Schreibt es per Hand oder tippt es auf dem Rechner. Sprecht es nicht. Schreibt es auf. So. Geht richtig rein. So. Und schaut euch mal an, wie toll ihr seid, wie viel ihr erreicht habt in eurem Leben, wie weit ihr gekommen seid an den Punkt jetzt hier. Und ankommen, ja, wenn die Klappe zugeht, dann ist angekommen, dann wieder zurück am Anfang nämlich. Oder wieder zurück in der Quelle, wobei die ja auch nie weg ist. Das Leben ist immer da. Keiner hat was vergessen. Es gibt keine Schlafschafe oder so, ja. Das Leben schläft nicht, das Leben ist immer da. Ich kann das mit Beachtung beschenken und werde das Leben und werde die Beachtung. Oder aber, ne, ich suche nach dem nächsten dicken Fisch, den ich mir an Land ziehen kann oder so. Und das ist das, was wir ja gerade so lernen. Jetzt fange ich voll hier an, aber ne, das ist mir so wichtig, das habe ich dir auch gesagt, ne, dass es darum geht, das nach draußen zu bringen. So, ne. Ihr, ne, und ich auch dieses, ne, weil viele sagen auch so, ja, ihr seid der Meister eures Lebens oder sowas. Ja, ich meine, natürlich, das, was ich gebe, bekomme ich auch. Ne. Wenn ich meinen Nachbarn anlächle, werde ich im Supermarkt zurück angelächelt von einem wildfremden, ganz anderen Menschen oder so, ja. Weil das nach außen tragen, wenn ich durchs Leben gehe, alles scheiße, dann ist auch alles scheiße. Aber ihr habt da nicht die Verantwortung für, vertraut dem Leben so, es ist alles richtig. Und nach der Dunkelheit kommt immer das Licht und der kleinste Riss in der schwarzen Wand, den kann man nicht wieder zustopfen und so weiter. Und das ist wirklich so, ne? Weil, ja. es ist, ne, ich kann es wieder und wieder sagen. Und ne, wie gesagt, Psychedelika, ja, also entweder ihr seht mich jetzt als total geisteskranken, voll bekifften, voll bepilzten Idioten, oder ne, ihr habt irgendwo hier und da mal Gänsehaut gehabt bei dem, was so geflossen ist. Und ne, dann ist das, jeder hat seinen Weg so. Und klar, man kann das Ganze betrachten, wie man möchte, aber das Wichtigste ist doch immer eine eigene Erfahrung zu machen, zu allem im Leben. Und das ist auch diese berühmte, ne, in den Geschichtsbüchern steht und so, ne, oder so, ne, Putin ist böse, ich kenne den nicht, der kann böse oder gut sein, was weiß ich denn schon, ne, und ne, da bin ich wieder angekommen am Ende, so, ne, ich mache eine Erfahrung und die ist echt, weil die habe ich ja selbst gemacht, gell, und da sehe ich ja, ach so, interessant, so, und darauf baut sich dann das Weiterschreiten auf. Ja, ich, entschuldige. Ich habe jetzt mal wirklich geübt, dass ich dich nicht unterbreche. Danke. Noch immer den Drang habe zu unterbrechen und versuche mir alles zu merken, was ich sagen wollte. Aber das gelingt mir nicht. ich kann da nichts für, das kommt so durch mich durch. Ich kann das auch nicht, das tut mir wirklich leid. Mag einer sagen, was trinkt der da? Also hier, ne, Dr. Pepper, aber die ist noch zwei Drittel voll. Also es ist nicht der Dr. Pepper, es ist so irgendwie, ja.
Ich habe es jetzt gerade verloren wieder. Ich hatte es die ganze Zeit, aber jetzt. Oh, tut mir leid. Macht nichts. Hast du schon mal Fliegen, ein anderes vielleicht noch, hast du schon mal die Fliegenpilze gegessen, von denen du gelesen hast letztlich? Ist auch sowas Lustiges. Bei mir kommen ständig Leute, die Fliegenpilze irgendwie wieder in mein Leben bringen. Und ich habe die einmal gemacht, bevor ich groß in die Psilos eingestiegen war. Ja. Entschuldige. Erzähl. Ich habe es wieder. Ja, weil du beschrieben hast, dass Menschen dann so ein Weltschmerzgefühl anscheinend erleben oder mit diesem leidvollen Dasein hier. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Also ich bin gerne hier und bin auch froh, jetzt hier zu sein, auch wenn es eine Situation ist, in der im Außen, also ein dunkles Bild, eine dunkle Zukunft auf der einen Seite für viele gezeichnet wird und es welche gibt, die es auf uns abgesehen haben oder alles vergiftet ist, alles und so weiter. Das hat trotzdem, tut dem keinen Abbruch. Und ein Hinweis auch noch bei den Psychedelika, das ist so, wenn Menschen das als schön, bunt, wie auf einem Kirmesmarkt beschreiben, was sie dann innerlich sehen, ja, das wird dann auch gern kritisch betrachtet von wegen, ja, das ist so eine Kirmeswelt, die Drogen gaukeln dir dann irgendwas vor und so, nein, es ist deine Entscheidung, was du siehst und was du fühlst, ja, andere sehen vielleicht auch dunkle Gestalten und es werden ja auch, gibt ja auch Berichte mit echter Dialogform, ja, mit Entitäten, aber das haben wir jetzt gar nicht alles abgebildet, nur das Grundsätzliche halt, es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Werkzeug, was jedem zur Verfügung steht und was viel, viel hervorbringt. Also ich, um das kurz zu sagen, ich habe hier nicht dazu aufgerufen, dass ihr irgendwas macht und der Florian auch nicht. Also, ne? Nee, wir wollten eigentlich klar, bitte, davon, ne? Wir reden darüber, ne? Nicht, ja, wir wollten einfach davon erzählen, dass es das nun mal gibt und dass es gemacht wird. Menschen nehmen es so, um Spaß zu haben, um lustig zu sein, um innere Prozesse zu haben. Und es wird aber auch in, sag ich mal, professioneller dann im therapeutischen Kontext genommen, wo eine gezielte Fragestellung mitgeht während der Einnahme und so weiter. Hast du schon mal Fliegenpilze genommen? Fliegenpilze, nein, das hat sich bisher nie ergeben. Die sind legal. Ich war schon zugegen, wo Menschen das genommen haben. Da habe ich aus Zeitgründen das nicht nehmen wollen, weil ich einfach nicht am nächsten Morgen fahrunfähig sein wollte. Und habe auch welche geschenkt bekommen, aber ich habe sie nicht rechtzeitig zubereitet. Nein, das ist mir noch nicht tatsächlich. Das Vergnügen hatte ich noch nicht, aber das wird natürlich passieren. Das Verrückte ist, ich habe, wie gesagt, habe es mal mit 18 gemacht und dann ist es wieder in der Kiste verflogen, weiß ich nicht, ne? Weil halt dann die Psilos einfach so groß, ja, ne? Also Psilocybe-Pilz ist nochmal wieder was anderes halt eben. Und dieses Jahr irgendwann hatte ich einen Klienten, der arbeitet damit, also für seine Freunde, nur im kleinen Rahmen halt. Und auch Mikrodosierung und so. Und der war wirklich, ich habe ganz hoch geschwungen mit ihm, weil das war so pure Liebe einfach so. Und ich muss dazu sagen, ne, weil ich habe ja auch gerade überlegt, wie sage ich das, der ist angekommen oder was, das ist ja Bullshit. Ne? Also mein Gast hier von Montag, wir hatten auch Momente, wo wir beide Pipp in den Augen, Arm in Arm und so, ne, ganz, ganz hoch vibriert. Ja? Ich sage, das habe ich eben noch draußen mit Peter gehabt, ja. Wo ich eben erzählt habe. Und also es hat es nicht daran geknüpft, ob jemand angekommen ist oder nicht. Das ist alles Baller, nicht? Also, ne? Ja. Ihr habt non-duale Erfahrungen 24-7 und 24-7 und bemerken es manchmal und manchmal eben nicht und sind dann wieder so aufgefüllt mit, wo wir eigentlich hinwollen. Und jedenfalls, der hat damit, ne, der hat gesagt, mir ist diese Erkenntnis, dass alles eins ist. Und dass Gott und dass ich Gott und Gott aber auch die Schöpfung und alles ist,
ist sie mit Fliegenpilz gekommen. So, und dann war ich natürlich, habe ich gesagt, okay, ist jetzt vielleicht mein Zeichen, wieder zurückzukommen. Und dann habe ich noch ein, zwei Briefe von anderen bekommen, die mich gefragt haben, komischerweise, alles komischerweise. Und dann sind wir tatsächlich im Herbst mal rausgegangen, mein von Olaf und ich, und haben uns mal rumgeguckt, so, der kennt da so an seinem See da eine Stelle, und haben irgendwie so, ich glaube, weiß gar nicht, 30 Gramm getrocknet oder sowas. Nee, 80 Gramm getrocknet oder so. Und das wollten wir mal irgendwann demnächst dann mal angehen. Ja, aber ja. Fand ich super spannend. Dann kommst du, liest das Buch vor, ne? All diese, weißt du, wie ich, ne? So, wie das so alles zusammen. Fliegenpilz wird ja auch in manchen Kulturen als Gott, ja, als Ausdruck Gottes sozusagen, also fast schon als eigene Gottheit. Also das ist ganz eng verknüpft, anders als in unserem Verständnis. Aber wir haben jetzt die 2 Stunden voll. Echt super! Kann man nicht, du lügst. Doch, 2:1:22 habe ich hier stehen. Nee, 100 habe ich hier. Ach so, wir haben doch schon vorher gequatscht. Das ist als der Timer angefangen hat. Aber es, hör mal. Ich hatte okay. Ja. Aber alles gut. Das ist, ne? Lassen wir es mal einsinken und hören wir mal, wie schlimm wir waren. Ja, es vor ist. Vor allem dieser furchtbare Schwätzer da. Es ist nicht immer jedermann recht zu machen. Ich würde mich freuen, wenn. Ja. Außerdem kommen wir halt, das ist einfach trotzdem immer den Versuch wert. Und wenn wir es jetzt vielleicht nicht perfekt einfangen, das macht überhaupt nichts. Ja. Das war interessant. Das war übrigens auch ein Erstversuch mit Brave. Ja, das kann man vielleicht noch erzählen. Genau. Wir wissen noch gar nicht, wie gut oder schlecht die Aufnahme. Du entschuldigst ja immer gern die Qualitäten, wenn das Video anfängt. Also es war eine Brave-Aufnahme, Brave Talk. Weil wir müssen uns frei machen von Gebühren und anderem Kram. Brave Talk. Ja, dann... Besten Dank für das Gespräch und auf ein neues. Wohl an. Ja. Tschüss. Tschüss alle da draußen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, ich drücke mal. Stopp.